Der Westen drangsaliert China mit Halbleitersanktionen. Jetzt dreht China aber den Spieß um und verhängt Exportkontrollen auf seltene Erden. Das klingt erstmal harmlos, aber das kann sich zuspitzen und unsere Abhängigkeit von diesen seltenen Erden, die ist dramatisch. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Geopolitische Konflikte, wohin man schaut. Zum Beispiel Barbie der Film. Ein Film, auf den ich und viele andere Cineasten natürlich schon lange sehnsüchtig warten. Und in Vietnam ist der Film jetzt aber verboten worden. Warum? Irgendwo in dem Film wird eine Karte gezeigt von Asien mit der sogenannten Neun-Striche-Linie. Diese Linie markiert chinesische Gebietsforderungen in der südchinesischen See. Und mit diesen Gebietsforderungen ist Vietnam aber natürlich nicht einverstanden. Und da muss Barbie jetzt aufpassen, weil auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag, auch der hat diese chinesischen Forderungen zurückgewiesen. Und mit dem sollte sie sich nicht anlegen, sonst kann sie sich nämlich in Holland demnächst eine Zelle teilen mit ihrem Freund Wladimir Putin. Dafür ist in China der Film anscheinend bei Publikum jetzt schon enorm beliebt. Die sind jetzt schon alle begeistert und China ist natürlich der zweitgrößte Kinomarkt der Welt. Und wenn dieser Film mal raus ist, dann kann ich mal gut vorstellen, dass ich den natürlich auch hier mal ausführlich bespreche. Barbie, der Film als transformatives Element der globalen Neuordnung unter besonderer Berücksichtigung der indopazifischen Sicherheitsarchitektur der Vereinigten Staaten oder so in die Richtung. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Abonnieren Sie meinen Kanal, dabei auch auf die Glocke gehen. Dann kriegen Sie nämlich auch neue Videos und die Themen von den neuen Videos hier angezeigt und verpassen da auch nichts mehr. China kriegt also diesen Barbie-Film, aber was es seit einiger Zeit nicht mehr kriegt, das sind moderne Halbleiter und Maschinen zur Produktion von solchen Halbleitern. Das ist hart für China. Es hat da auch immer wieder scharf dagegen protestiert und das hat aber bis jetzt nichts geholfen. Und die Sanktionen und die Strafen gegen China, das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Das läuft schon seit Donald Trump 2018 und 2019 ja die Strafzölle der USA auf fast alle chinesischen Importe. Gleichzeitig auch Sanktionen gegen einzelne Unternehmen, zum Beispiel Huawei und jetzt eben auch Halbleitersanktionen gegen das komplette Land. Man hat kurz gehofft, jetzt das Ganze verbessert sich vielleicht wieder, weil vor ein paar Wochen, da war ja Antony Blinken, der US-Außenminister in China, und hat sich da auch überraschend getroffen mit Xi Jinping. Und heute kommt ja auch noch Janet Yellen, die Finanzministerin der USA, die kommt heute auch nach China. Aber kurz vorher haben eben die Niederlande ihre Sanktionen gegen China nochmal verschärft. Da geht es um die Chip-Lithografie-Maschinen von ASML und das geht ja letzten Endes auch von den USA aus. Und jetzt ist es eben passiert. China hat sich eben überlegt, wie können wir den Westen treffen und ist da anscheinend eben auf die seltenen Erden gekommen. Und vor 2 Jahren haben sie solche Sanktionen ja auch schon mal angedroht. Und jetzt haben sie eben Exportkontrollen verhängt. Auch alles, was rausgeht, muss da jetzt erstmal von der Regierung genehmigt werden. Und zwar aus Gründen der nationalen Sicherheit. Genauso wie das die USA ja auch immer sagen. Und betroffen sind jetzt erstmal Gallium und Germanium. Das hat natürlich irgendwie Symbolkraft, weil es auch die Gallier und die Germanen potenziell trifft. Die haben keine solchen Metalle mehr, obwohl sie ja eigentlich in Deutschland und in Frankreich entdeckt worden sind. Daher auch der Name. Und dass die Preise von denen jetzt steigen, das ist auch so gut wie sicher. Die Unternehmen kaufen panikartig, wie hier der Spiegel schreibt. Und auch Bundeswirtschaftsminister Habeck ist jetzt besorgt.
Mit einem Boykott von seltenen Erden, da kann China den Westen da treffen, wo es mit am meisten wehtut. Und es ist ja auch irgendwo folgerichtig. Der Westen will verhindern, dass China aufsteigt zum Hochtechnologieland und schneidet es darum von der Halbleiterversorgung ab. Und wenn man aber umgekehrt den Westen von den seltenen Erden abschneidet, dann ist da auch nichts mehr mit Hochtechnologie, weil es ohne sie in der Technologie nicht mehr geht. Sie sind überall mit drin. Monitore, Schaltkreise, Halbleiter, Smartphones, Netzwerke und in Akkus natürlich und Elektromotoren und selbstverständlich auch en masse in Windkraftwerken und in Elektroautos. Und auch in der Militärtechnik geht dann nicht mehr viel. Eine Sprecherin von Lockheed Martin, einem amerikanischen Rüstungskonzern, die hat vor einiger Zeit gewarnt, dass zum Beispiel in einem F-35 Kampfjet 920 Pfund seltene Erden drin stecken. Das sind umgerechnet 414 Kilogramm. Und in einem Aegis-Zerstörer sogar 2340 Gramm, also über 2 Tonnen. Und woher hat Lockheed Martin diese ganzen seltenen Erden? Fast ausschließlich aus China, so wie die übrigen amerikanischen Rüstungskonzerne auch. Seltene Erden sind eigentlich gar keine Erden und sie sind außerdem auch nicht selten. Aber sie kommen eben meistens nur in ganz geringen Mengen vor, so dass man sie aus anderem Material raustrennen muss. Und das ist sehr teuer und sehr aufwendig und darum hat man das in der westlichen Welt auch irgendwann mal bleiben lassen. Und das einzige Land, das da eben wirklich dran geblieben ist, langfristig, und das da auch eine komplette Wertschöpfungskette hat, das ist China. Und daran hat sich auch nicht viel geändert. Das hier ist aus der Zeitung Nikkei, die globale Minenproduktion von seltenen Erden seit 1960. Das Rote ist China. China ist erst so Mitte der 80er Jahre eingestiegen in die seltene Erdenproduktion und es hat dann natürlich auch erstmal gedauert, bis da die Industrie hochgezogen worden ist. Und bis in die 90er Jahre rein waren der größte Produzent die USA, witzigerweise. Und dann ist das in China aber angelaufen und China hat billig produziert, sodass die ganzen anderen Minen untergegangen sind. Und der Anteil der USA ist dann auf Null gesunken bis vor ungefähr 10 Jahren. Und da hat es dann einen seltene Erde-Boom gegeben, an den sich der eine oder andere vielleicht noch erinnert. Und sowohl in den USA als auch in den anderen Ländern, die sind hier in Grau, ist wieder produziert worden damals. Trotzdem ist der Anteil von China weiter gestiegen und sein Anteil an der Förderung momentan liegt jetzt bei ungefähr 70%. Und das ist aber noch nicht mal das Problem, sondern das ist die Extraktion und die Trennung. Da ist der chinesische Anteil bei 89% und bei der Reinigung und Aufbereitung liegt er bei 90% und bei der Magnetproduktion sogar bei 92%. Man braucht eben bei ganz vielen technischen Anwendungen inzwischen diese ganz kleinen Magnete aus seltenen Erden. Die eigentliche Stärke von China ist also die Weiterverarbeitung und die einzige Mine in den USA, die zurzeit seltene Erden produziert und die dafür von der US-Regierung auch Geld kriegt ohne Ende und bei der im Verwaltungsrat auch Leute sitzen aus der amerikanischen Rüstungsindustrie und auch ein ehemaliger Luftwaffengeneral. Was macht diese US-Gesellschaft mit dem Material, das sie fördert? Sie schickt es nach China zur Weiterverarbeitung, weil nur dort kann man das machen. Das soll sich irgendwann mal auch mal ändern, aber bis jetzt ist es eben noch so. Und viele Anleger, die interessieren sich natürlich gerade jetzt in dieser Situation für seltene Erdenaktien von Unternehmen außerhalb von China, weil viele von denen sind jetzt im Moment nämlich auch gar nicht mal so teuer bewertet. Und dazu schreiben wir gerade unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Der geht nächste Woche raus an Sie mit den wichtigsten Aktien in dem Bereich. Also was machen diese Unternehmen gerade? Was planen die für die Zukunft? Wie stehen sie im Moment da und welche Chancen hätten die unter Umständen? Wenn Sie unsere Reports noch nicht kriegen, unsere Reports sind gratis und Sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Video. Nächste Woche also mit Aktien von Produzenten von seltenen Erden. Ein spannendes Thema natürlich und gerade jetzt eben auch sehr akut.
Das Ganze hat aber natürlich auch seine Tücken. Wie gesagt, vor 10, 12 Jahren, da gab es schon mal so einen seltenen Erdenboom und die Anleger haben damals auch von nichts anderem mehr geredet, so mehr oder weniger. Es war damals schon klar, die Welt ist da stark abhängig von China und China hat damals die Exporte auch schon zurückgefahren. Es hat ganz kurz zum Beispiel einen Lieferstopp gegenüber Japan gegeben und China wollte aber auch an sich das Angebot verknappen, wahrscheinlich damit auch die Preise stützen. Und es hat außerdem argumentiert damals gegenüber den Abnehmern, naja, es ist eben auch ein schmutziges Geschäft mit einer riesen Umweltverschmutzung und das wollen wir eben auch nicht mehr so. Und ihr habt eure Minen ja auch zugemacht, unter anderem aus Umweltschutzgründen. Und es ist auch so, für die Herauslösung von diesen kleinen Mengen seltener Erden, da muss man viel Chemie einsetzen und in den Gegenden, wo man das gemacht hat, da sah es irgendwann mal dann ganz furchtbar aus. Das hier ist zum Beispiel in Baotou in der inneren Mongolei ein Zentrum für die seltene Erdenproduktion. Das hier ist eine große Schmelzanlage und hier der berühmte seltene Erdensee. Irgendwo muss die Brühe dann ja auch hin. Blühende Landschaften, also wie man sieht, das große Rohstoffwirtschaftswunder. Sowas sollte man dann eben auch nicht vergessen, wenn da immer die Rede ist von unserer tollen, sauberen, klinischen, digitalen Industrie und was die auch alles leisten kann für den Umweltschutz und für die Klimawende und so weiter. Und dann ist aber Folgendes passiert. 2014 hat die WTO gesagt, diese Exportbeschränkungen sind nicht rechtmäßig und China hat sich daran gehalten und hat sie wieder aufgehoben. Anders als die USA später im Handelskonflikt, da hat die WTO auch gesagt, diese Strafzölle sind so nicht rechtmäßig und die USA haben sich aber nicht dran gehalten. Aber jedenfalls spätestens da sind dann die Preise für die seltenen Erden wieder eingebrochen, zum Teil sind sie auch schon vorher deutlich gefallen. Und viele von den neuen Produzenten außerhalb von China, die sind dann wieder untergegangen. Zum Beispiel Moly Corp, das war der wichtigste US-Produzent eine Zeit lang. Und die USA sind dadurch dann eigentlich genauso dagestanden wie vorher erstmal. Da muss man sagen, da haben die chinesischen Unternehmen und auch die Investoren von denen, da sind die einfach viel stärker im Nehmen und denken da einfach auch langfristiger. Und das ist auch das große Risiko von so einem Sektor. Auf der einen Seite, jeder weiß es, man braucht diese Rohstoffe, es geht nicht ohne diese Rohstoffe. Aber auf der anderen Seite, das Ganze ist eben zyklisch und es gibt immer wieder Preisschocks, eben auch von der politischen Seite. Und das aber in einem Finanzsektor, der nicht von heute auf morgen denken kann, ist leider so. Und wie das jetzt ausgeht mit diesen chinesischen Exportkontrollen, das wissen wir nicht. Die treten in Kraft am 1. August und vielleicht wird damit das Angebot jetzt wirklich verknappt. Vielleicht ist es aber auch erstmal nur so eine Art letzter Warnschuss aus Peking, um dem Westen zu sagen, was ihr da gerade macht, das können wir auch, also lasst es nicht drauf ankommen. Aber so oder so, man sollte das schon ernst nehmen und ich weiß auch nicht, was man sich da im Westen so denkt, wie China irgendwann mal reagieren wird, wenn man ihm ständig mit Sanktionen bewusst ja schadet. Die Denke bei uns ist anscheinend, alles was schlecht für China ist, das ist gut für uns. Aber Tatsache ist, wir sind eben auch von China abhängig in vielerlei Hinsicht und das weiß man in China auch. Seltene Erden, Batterierohstoffe, pharmazeutische Grundstoffe für unsere Medikamente und. Es geht also da schlicht und einfach nicht nur um die Gewinne der deutschen Autoindustrie in China, sondern es geht da um einiges mehr. Die Klimawende zum Beispiel, ohne Autoakkus aus China, ohne Solarzellen aus China, da kann man hier die Klimawende wirklich erstmal in die Tonne treten. Das Einzige, was wir selber haben an Energie, ist Kohle. Die verheizen wir ja auch reichlich zurzeit. Und Windkraftwerksbauern natürlich, aber die brauchen seltene Erden aus China. Und darum sage ich heute auch wieder mal das, was ich eigentlich schon oft gesagt habe. Unabhängig davon, was man hält von China, aber man sollte sich trotzdem hier mal überlegen, ob ein bisschen mehr Kooperation im Moment nicht doch besser wäre als noch mehr Konfrontation. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich Konfrontation natürlich auch erstmal leisten können muss.
Aber jetzt noch mal ein ganz anderes Thema zu drohenden Lieferengpässen. Vor 2 Jahren haben wir Afghanistan vertrauensvoll zurückgegeben an die Taliban. Was ist der Dank dafür? Sie verbieten jetzt den Opiumanbau und in Europa wird das Heroin knapp. Wie wollen wir so die Inflation besiegen? Und abgesehen davon, wen lässt Afghanistan jetzt seine seltenen Erden abbauen? China. Und damit haben wir noch ein Land, das uns bitter enttäuscht hat in unserer Herzensgüte. Denken wir da lieber nicht dran, denken wir lieber an was Erfreuliches. Demnächst startet zum Beispiel der Barbie-Film und bis dahin ist auch für Unterhaltung gesorgt. Zum Beispiel mit unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, wie gesagt, mit den wichtigsten Aktien von seltenen Erdenproduzenten außerhalb von China. Denken Sie dran, dass Sie sich die noch beschaffen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.